Du möchtest abnehmen und du hast in der Vergangenheit vielleicht schon ein paar Kilos abgenommen, aber nach ein paar Monaten oder vielleicht nach ein paar Jahren hast du diese Kilos wieder zugenommen. Dann bist du hier genau richtig, denn heute möchte ich mal auf diesen einen fatalen Fehler eingehen, den wirklich 99% der Menschen einem raten, wenn man abnehmen möchte. Und laut einer Statistik nehmen tatsächlich 80% der Leute nach einer Gewichtsabnahme wieder zu. Und im heutigen Video möchte ich darauf ein bisschen eingehen, damit du diesen fatalen Fehler nicht begehst. Also würde ich sagen, wir legen direkt los. Hi, und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit. Ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach und ich helfe Menschen gesund und nachhaltig zu ihrer Wunschfigur. Etwa 80% der Leute, die abgenommen haben, die nehmen anschließend nach einer gewissen Zeit wieder zu. Wenn man das jetzt hört am Anfang, dann ist das natürlich sehr demotivierend. Man fragt sich, ja, warum sollte ich denn dann überhaupt anfangen abzunehmen oder irgendwas an meinen Essgewohnheiten, an meinen Lebensgewohnheiten zu ändern? Ich möchte kurz auf The Biggest Loser eingehen und bitte jetzt nicht abschalten. Ich weiß, viele wissen schon, okay, Biggest Loser ist nicht so zielführend, aber ich möchte einfach mal ein krasses Beispiel geben und danach ein Beispiel nennen, wie es bei vielen privat persönlich aussieht. Und zwar The Biggest Loser, die meisten kennen es schon, das ist eine Fernsehsendung. Da sind übergewichtige Menschen und das Ziel ist es, in möglichst kurzer Zeit sehr, sehr viel abzunehmen. Und wenn man sich mal die Bilder anschaut, sind diese Vorher- und Nachher-Bilder echt extrem, also sie haben in wirklich kurzer Zeit extrem viel abgenommen. Wie haben sie extrem viel abgenommen? Sie haben extrem viel abgenommen, indem sie weniger gegessen haben. Das heißt, es wurde jetzt nicht explizit darauf geachtet, was sie essen, sondern Hauptsache weniger essen. Und der zweite Punkt ist, sie haben wirklich extrem viel Sport gemacht. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist ja wie in einem Camp oder es ist ein Camp. Das heißt, man macht extrem, extrem, extrem viel Sport. Also ich glaube, so viel Sport kann kaum ein Mensch im Alltag machen. Das heißt, sie haben einen sehr hohen Kalorienverbrauch durch den Sport und sie nehmen sehr wenige Kalorien auf. Das heißt, was passiert? Sie haben einen Grundumsatz, einen Gesamtumsatz und durch das, dass sie weniger aufnehmen, durch das, dass sie sehr viel Sport machen, nehmen sie natürlich ab. Man spart extrem viele Kalorien ein. Okay, aber was nicht beachtet wird, der Grundumsatz, das heißt dieser Umsatz, den wir einfach für die Funktion in unserem Körper benötigen, für die Organe, der kann sich auch anpassen. Und das hat auch eine Statistik gezeigt bei The Biggest Loser. Der Kalorienverbrauch lag bei den Teilnehmern anfangs bei etwa 2000 bis 3200 Kalorien. Und nur nach 30 Wochen hat er sich schon auf 1600 bis 2400 Kalorien reduziert. Das heißt, dieser Gesamtumsatz, der hat sich einfach reduziert, weil der Körper hat natürlich weniger Energie bekommen und mit der Zeit passt sich einfach der Mechanismus an, was natürlich total logisch ist. Er bekommt weniger Treibstoff und dann verbraucht er irgendwann mal weniger Treibstoff. Und hier haben wir dieses große Problem. Am Anfang klappt es gut, man nimmt ab, man nimmt ab, man nimmt ab. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo der Kalorienverbrauch schon so gesunken ist, dass man, wenn man die Kalorien aufnimmt, die man zuvor aufgenommen hat, um abzunehmen, dass man mit dem Kalorienverbrauch dann zunimmt, weil der Kalorienverbrauch sich einfach so gesenkt hat. Und dann kommt man in einen Teufelskreislauf, weil irgendwann mal geht nicht weniger. Wir können nicht so, so viel weniger essen. Das heißt, irgendwann mal nimmt man wieder zu. Das ist Fakt. Und ja, bei The Biggest Loser ist das Ganze natürlich ein Extremfall. Aber die meisten Diäten, die meisten Abnehmversuche, sage ich mal, die beruhen auf ein extremes oder nicht ein extremes, auf ein Kaloriendefizit. Das heißt, Ziel ist es, dass man Hauptsache weniger Kalorien aufnimmt, wie man verbraucht. Das kann ganz individuell aussehen. Manche machen irgendwelche Saftkuren, irgendwelche Kohlsuppendiäten. Manche essen einfach kleinere Portionen und versuchen dadurch abzunehmen. Und wenn man das über lange Zeit macht und nicht darauf achtet, welche Makronährstoffe man aufnimmt, sondern nur auf das Thema Kalorien achtet, dann passt sich dieser Grundumsatz mit der Zeit irgendwann mal an. Und dann kommt man irgendwann mal auch an diesen Punkt, wo man wieder zunimmt. Und es muss jetzt nicht vielleicht wie bei Biggest Loser sein, dass es bei so einer krassen Diät nach 30 Wochen so schon der Fall so ist, sondern es kann sein, dass es einfach über ein paar Jahre ist, dass man halt nach 3, 4, 5 Jahren an den Punkt kommt, wo man mit dem Essen, wo man früher abgenommen hat, einfach nicht mehr abnimmt. Und wenn man dann irgendwelche bekannten Freunde nach Rat fragt oder den Arzt, dann bekommt man zu 99% den Tipp, ja, dann ess weniger und beweg dich mehr. Und
Meistens wird dann die Leute, die abgenommen haben, beschuldigt. Zu denen wird dann gesagt, ja, konntest du dann doch nicht zu der Pizza Nein sagen. Oh, du hast einfach nur nicht genügend Disziplin, um abzunehmen. Aber letztendlich liegt die wahre Ursache einfach daran, dass der Grundumsatz sich einfach verringert hat. Das heißt, um abzunehmen, ist nicht nur Kalorien alles. Klar, Kalorien spielen eine Rolle, aber viel wichtiger ist auch unser hormonelles System, weil der Körper hat natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, Energie zu speichern und natürlich dann auch wieder Energie freizusetzen. Abnehmen hat oft was mit unserem hormonellen System zu tun. Wenn zum Beispiel der Blutzuckerspiegel ständig in der Höhe ist, dann können wir nicht abnehmen. Das ist Fakt. Ein hoher Blutzuckerspiegel verhindert die Fettverbrennung. Und es kann sein, dass du jetzt vielleicht kleine Portionen isst. Vielleicht isst du viermal über den Tag, aber kleine Portionen. Aber dein Blutzuckerspiegel ist trotzdem in der Höhe. Und dann können wir nicht effektiv abnehmen. Das zweite Problem ist auch, wenn wir immer wenig Kalorien aufnehmen, dann ist auch irgendwann mal der Punkt, wo wir einfach keine Energie mehr haben. Uns fehlt Energie, wir werden müde, werden träge, wir bekommen vielleicht Heißhunger, weil der Körper nach Nährstoffen ruft. Und dann ist auch der Punkt, wo man wieder aufhört mit der Gewichtsabnahme, was ja total verständlich ist. Das heißt, beim Abnehmen ist definitiv wichtig, dass dein Hormonsystem stimmt, dass deine Makronährstoffverteilung stimmt und ganz wichtig ist auch, dass dein Blutzuckerspiegel hier nicht irgendwo immer in der Höhe ist. Wenn du möchtest, dass wir uns deine Situation mal ganz individuell anschauen, dann kannst du dich auch gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Die Daten findest du hierzu in der Infobox und dann sprechen wir einfach mal persönlich miteinander, erarbeiten gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie dein Abnehmweg persönlich aussehen könnte. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, bleib gesund, deine Annika.